Im heutigen Video wurde ich zuerst einfach so von einer Rockerbande erdämmt. Oha, oha, der hat einfach drauf losgeschossen, oha. Was mich dann dazu gebracht hat, die Rockerbande aufzusuchen und einen nach dem anderen von ihnen ebenfalls einfach so umzuscheppern. Sollte euch dieses Video gefallen, dann zeigt mir das, indem ihr einen verdammten Daumen nach oben dalasst. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine Challenge. Sollte dieses Video innerhalb der nächsten 24 Stunden 40.000 Likes erhalten, das ist eigentlich gar nicht mal so viel, weil wir haben das schon zwei, dreimal hintereinander geschafft, dann kommt am darauffolgenden Tag sofort das nächste Video. Und wie immer, ihr wisst ja, unter euch befinden sich unglaublich viele Leute, die sich leider noch nicht dazu überwinden konnten, diesen Kanal zu abonnieren. Obwohl sie jedes einzelne Video von mir anschauen. Meine Analytics lügen nicht. Kostet dich wirklich nur 2 Sekunden und du hilfst mir damit wirklich extrem. Denn bis zu meinem Geburtstag Mitte März müssen wir auf jeden Fall noch die 300k knacken. Also mindestens die 300k. Und jetzt genug gelabert, viel Spaß mit dem Video. Ich habe denen das heute erst gekauft und sie hat es schon kaputt bekommen. Bro, was war das denn für ein Sprung, Alter? Oh, ich sehe. Dieses Stirntuch sieht sexy aus. Krass. Direkt ausreisen lassen. Wuhu. Mal gucken, wie viele Bands wir heute im Video hinkriegen werden. Wer will alles einreisen? Hände hoch. Ja. Zieh dich mal bitte einmal um. Warum das? Wir gehören zusammen. Ich ziehe mich in der Stadt um. Gehört ihr zusammen? Ja, wir sind Freunde. Alle drei? Ja. Sie denken, das hätten wir uns ausgedacht? Ganz recht, das haben wir auch. Das kommt ein bisschen suspekt vor. Wie alt seid ihr denn, OOC? 23. 19. 16. 19 und 23 klingt eher unrealistisch. Das ist auch mein Cousin, deswegen. Okay, habt ihr euch die Bibel durchgelesen? Ja. Und wenn ich euch die Spezialfrage stelle, was antwortet ihr mir dann? Hallo, der Herr, könnte man bei Ihnen die Einreise machen? Nee, ich glaube, das ist falsch. Dann stellen Sie sich mal kurz irgendwo anders hin, dass ich mit diesen drei Herrschaften mal ein privates Gespräch habe, wo ich sie nicht eingeladen habe. Oh, da hat aber jemand einen Stock im Arsch. Wer hat einen Schock in den Arsch? Ja, der Typ, der da gerade weggelaufen ist. Denke ich auch. Also Jungs, stellt euch mal ein bisschen vor. Also ich bin der White Walter. Ach komm, scheiße, ich will nicht so einen Mist hören. Das ist doch voll langweilig. Erzählt mir, was ihr bis jetzt gemacht habt. Wen ihr alles erschossen habt. Ich war MD. Ich habe auch niemanden erschossen, also ich war immer Ich hab lateinische Kenntnisse. Ja, weißt du, wir haben immer den MD-Dienst zusammen auf Grand Appeal gemacht, deswegen. Hä, warum lachst du? Ist doch so. Warum sehen sie eigentlich aus wie ein Ninja? Weil sich hier jemand die Mühe gemacht hat, extra Klamotten dafür zu entwerfen. Also ich finde, das sieht ziemlich aus. Hä, ich meine doch dich und deine Fliege. Okay. Cisco, erzähl mal ein bisschen Realness. Ich habe nichts dagegen. Tatsächlich habe ich nichts dagegen. Dann reiß uns doch ein, bitte! Bro. Aber bitte lass den hier draußen. Guck mal, der war 3 Jahre auf der Sonnenbank. Guck mal, der ist ganz karamellisiert im Gesicht. Das bleibt aber unter uns, okay? Ich schneide nichts rein. Ach, nein, for real, wenn du das jetzt sagst, ja, dann nein, ist das so. Eigentlich würde ich das schon feiern. Ja, okay, dann ja, wie du willst. Mach am besten Stimmverzerrung. Okay, warte. Hallo. Es geht, yo. Forever, ich küsse euer Herz, ich küsse auch dein Herz. Das darfst du reinschneiden. Nur die Leute IC hören mich mit Stimmverzerrer. Ne, ihr wisst ja, wie das Business läuft, ne? Schnell weg hier, weil ich kenne die anderen gar nicht und ich will die auch gar nicht kennenlernen. Ich will eigentlich alleine bleiben. Hey, warte mal, kann ich nicht den... Warte. Warum frage ich den nicht einfach, ob der bei mir bleibt? Ein paar Sekunden. Ich habe keine Rechte, kann dich nur einreisen. Aber bleib ein bisschen verdeckt, okay, zuerst? Ja, ich habe eine Frage an dich, deswegen habe ich nochmal... Ja. Aber du hast es ja schon gesagt, du kannst nicht, also... Ja. Dann ist alles gut, dann kannst du mir leider nicht helfen. Damit kann ich dir doch, du kannst mir helfen. Dankeschön. Später. Hallo? Enemy spotted. Hallo? Wer ist das? Hallo? Wer ist das hier? Weiß ich nicht. Hallo? Entschuldigung? Lässt du mich bitte? Ah, genau. 89 Funkcheck. Jungs, jetzt tritt. Hallo, wer bist du denn? Ja, ich brauche eine Behandlung. Ja, okay, gerne. Was haben Sie denn für Beschwerden? Wobei soll ich Sie behandeln? Hallo, hören Sie mich? Ja. Sind Sie ansprechbar? Was haben Sie für Beschwerden, dass Sie eine Untersuchung brauchen? Ein Pflaster. Ein Pflaster, und dann müssen Sie hier reinkommen? Ja, ich kann auch in Sie kommen. So, Chef, alles wieder gut? Ja, alles super. Ah, ich habe eine Sache vergessen. Oh, mein Auto wurde entfernt. Ach, Mann, ey, Leute. Oh, Rocker. Böse, gefährliche Leute. Mit denen sollte man sich, glaube ich, besser nicht anlegen. Ich glaube, ich verfolge die jetzt einfach eine Weile, bis die sich fragen, warum ich sie verfolge. Oh. Oha, oha, der hat einfach drauf losgeschossen, oha. Mit denen sollte man sich, glaube ich, besser nicht anlegen.
Ist eh egal, ich war ja eh tot. Von daher macht das jetzt auch keinen Unterschied. Eine Ewigkeit später. Oh, Mediziner. Ich fass es nicht. Mediziner. Hallo, der Herr? Der Herr ist tot. Soll ich jetzt antworten und Fail-AP machen, oder was? Geht's dir gut, der Herr? Oh, vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh mein Gott. Stopp. Ich weiß, wer Sie sind. Ich hab was Feines für Sie. Bitteschön. Es ist mir auf jeden Fall eine große Ehre, Sie zu treffen, der Herr. Habt ihr vielleicht noch ein Pflaster für mich oder so? Und ein Auto? Und eine Schusswaffe? Wo kriege ich einen Waffenschein her? Ammunition. Kostet aber sehr viel Geld. Könnt ihr mir Geld geben? Ich muss mich rächen bei den Rockern. Die haben mich einfach so umgeschossen. Oha. Vielleicht so schließt ihr ganz aus Versehen das Auto ab und dann tut ihr so, oh nein, das Auto habe ich aus Versehen. Das Auto ist offen, oh mein Gott, der Hinter hat mich abgestochen. Okay. Warte, ich verbinde. Trotzdem muss ich gucken, wo die Hells Angels sind. Die verstecken sich Safe Call nicht. Irgendwo müssen die doch stecken. Jetzt mal for real, wo ist das HQ von denen? Markier mal das HQ von denen. HQ, meinst du deren Dings, Fraktionsspot, oder? Ja. Von wen dann? Es gibt mehrere Rocker. Es gibt einmal Bandidos und die Hells Angels. Das steht hinten bei dir. Wahrscheinlich die Hells Angels. Ich glaube, die waren alle sehr warte mal. Warte, hier ist er doch. Da ist er doch direkt. Das ist der. Das ist der Übeltäter. Nee, das sind Bandidos. Verwickelt den Mann ein Gespräch, bitte, ja, für mich. Ja, kann ich machen. Warte mal kurz. Hallo. Einmal kurz warten. Sir, warten Sie mal bitte. Anhalten. Meister. Herr Bandido. Ja, der haut einfach ab. Streng dich an. Wo ist er hin? Hinter uns und dann, glaube ich, rechts. Er ist weg. Na super. Das hast du toll gemacht. Die sind zweimal von hier gekommen. Ist irgendwo hier den hier HQ oder so? Bei den Bandidos weiß ich das nicht, aber ich kann dir von Hells Angels sagen. Kamen doch zweimal von hier jetzt schon. Es waren so goldene Kutten, weißt du? Ja. Du musst halt immer hinten drauf achten, was auf deren Weste, Jacke, keine Ahnung, steht. Homies, hallo? Jungs, hallo? Hört ihr mich? Ja. Wisst ihr, wo der Fraktionsstand der Bandidos sind? Ja. Ja, wo? Magst du mir mal die Adresse geben, bitte? Sekunde, sofort. Die Adresse ist 2048. 2048, okay. Guck mal kurz, wo das ist. 204. Ich hab's. Glaubt, die haben uns verarscht. Das Arsch weit weg. Die haben uns verarscht, Junge. Also es kann tatsächlich sein, weil ich selber nicht weiß. Das ist am Arsch der Welt. Na, dann kannst du immer versuchen, ich weiß selber nicht. Oh Mann, ey. 20 Minuten später. Ja, da ist tatsächlich gar nichts. Super. Ja, hier links sollte das. Oder hier rechts. Da ist auch gar nichts. Hä? Doch. Doch, das sind die. Hier ist keiner da. Nee, hier ist tatsächlich keiner da. Ist aber hübsch hier. Geht. Verwickelt den mal bitte in ein Gespräch. Hol den mal hier rüber. Ja, was soll ich denn fragen? Warte, hol den hier hinter das Haus. Verwickelt den mal hier in ein Gespräch. Hol den hier hinten hin. Okay, kann ich machen. Warte aber hier. Ja. Sag ihm, sein Kollege liegt hier. So sieht mich halt auch keiner im Auto liegen, ne? Das ist halt maximal krass und böse. Ich meine, Fail-AP ist es eigentlich nicht, weil ich lege mich in ein Auto, um die RP-Situation auszuspielen, dass ich mich im Auto versteckt habe für diesen Überfall. Macht Sinn, ne? Oh, ich habe mich schon gewundert, wo er bleibt. Ich glaube, das lief nicht gut für den Medic. Wie, die haben einfach den Medic umgeschossen, hä? Ich dachte, Medics haben irgendwie so einen bestimmten Schutz. Wie kann das sein? Kannst du mich vielleicht carryen? Vorweg! Nö, das war Nummer 1. Ich kann dich nicht carryen, sorry. Doch, geht. Ah, Junge, damit mache ich mich aber selber gefährlich. MD bringen oder? Nee, das ist total dumm. Guck mal, ich sterbe so, weil... Ja, hast recht. Ich kann mich nicht hinlegen, weißt du? Ich kann mich nicht in mein Auto legen mit dir. Du bist eher ein Problem, Junge. Komm, wir bringen dich jetzt zum MD, ja? Ja, ich meine, es wäre super süß, wenn du warten würdest auf mich. Junge, was ist überhaupt passiert? Warum hat dein Medic einfach umgeschossen? Keine Ahnung. Ist das erlaubt? Ist ja verboten. Medics sind ja auf jedem Start unantastbar. Ja, aber hier auch, ne? Eigentlich? Ja, natürlich. Ja, warum macht er das dann? Weiß ich nicht, weil behindert ist. Das habe ich schon gesehen, als er die Rockerkutte anhatte. Ich wäre auch, aber er ist... Ach, guck mal, da ist noch einer. Guck mal, woher weißt du das? Woher weißt du das? Kommen alle mit vollautomatischen Waffen. Guck mal, hier noch einer. Guck dir das mal an. Das ist total dumm, Junge. Ich lass dich liegen. Macht Endcarry dich bitte mal. Ich kann nichts machen. Endcarry dich! Geht ja nicht. So, jetzt bin ich im Passout 3. Jetzt können die mir nicht mehr wehtun. Ich drehe mich nämlich jetzt einfach um. Genau. Aber ich werde für Fail-AP gebannt, ne? Aber der nicht mit seinem 500 km/h Moped. Ne? Absoluter Versager. Nö, ich fahre definitiv wieder zurück. Oh, mein Tank ist gleich alle. Ich habe noch 9%. Nicht so gut. Da sollte ich aber ganz fix tanken gehen. Wäre ja ein absoluter Zufall, wenn die jetzt hier rauskommen, während ich tanke. Einfach so. Ganz zufällig. Zurück zu den Rockern. Aha, mit einem vollgetankten Fahrzeug. So, da wären wir auch schon wieder bei den Rockern. Ich hoffe, ich kann die irgendwie rauslocken, wenn die überhaupt noch hier sind. Ich glaube, ich probiere es einfach. Ich flash jetzt die Sirene. Vielleicht kommen die dann raus. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, die sind alle weg. Die bringen ihren Freund mit 10 Mann ins Krankenhaus. Ich warte einfach hier, hä? Früher oder später werden die schon wiederkommen. Irgendwann später. Ah.
Tatsache, da ist ja einer. Ah, komm, der ist viel zu schnell, Junge. Das Motorrad fährt 500 km/h. Mm-mm, keine Chance. Das Ding fährt viel zu schnell. Da komme ich nicht mal mit einem MD-Fahrzeug hinterher. Da ist er doch wieder. Er hat sich auf die Fresse gelegt. Ja, das wäre dann wohl der zweite. Wunderbar. Die reden ja auch gar nicht. Was geht denn bei denen ab? Aber so wie ich die kenne, ruft er jetzt im Discord schnell seine 50 Rocker-Kumpels und gleich begegnet mir dann der ganze Clan der starken Männer. Eine Stunde später. Die lassen ihren Kumpel niemals 15 Minuten hier ausbluten. Niemals. Zwei Stunden später. Da müsste doch eigentlich jetzt so langsam mal jemand vorbeikommen. Drei Stunden später. Mir fällt jetzt erst auf, was für ein unglaublich cringer Name das ist. Bandidos MC German. Ich habe so langsam das Gefühl, die lassen den tatsächlich doch ausbluten. Es kommt keiner. Also, ich glaube, dann werde ich mich doch irgendwie ein bisschen weiter begeben. Komisch. Sehr, sehr, sehr unlucky. Dann muss ich sie wohl suchen gehen, ha? Hallo? Vielleicht aus dem Krankenwagen, aus dem Rettungsdienstwagen ausgestiegen? Ja, ich darf fahren. Der Kollege, der wurde umgeschossen. Wer wurde umgeschossen? Ja, irgendeiner von Ihnen mit einer grünen Weste. Könnten Sie mal durchfunken. Das hier ist sein Fahrzeug. Deswegen bringe ich das gerade wieder hier hin, weil der ja bestimmt hier sein müsste. Mit einer grünen... Wir haben keinen Mitarbeiter mit einer grünen Weste. Doch, der hat eine grüne Medic-Weste an. Medic-Weste? Ja, der kommt. Ja, nee, ich weiß nicht, wo der ist. Hä, der ist tot. Ach so, hä, wie? Ja, das Auto stand da und er ist tot. Er müsste jetzt hier sein. Er hat eine grüne... Hä? Wenn jemand stirbt und nicht wieder hochgeholt wird, genau. Wo kommt er hin? Der flutscht dann bei mir in der Asservatenkammer gefühlt raus. Ja, der müsste doch hier sein. Ja, okay, dann gucken wir mal. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, ich komme ja von innen, da war keiner drin. Hä, das kann nicht sein. Oh, ist das da? Oh, warte mal. Ist es der hier links? Nein, das ist doch einer von den Rockern, ne? Oh, ja, ja, ey, die haben uns bedroht. Ja, mich auch. Hallo? Ey, oh, dann. Der Herr, warten Sie. Entschuldigung. Hallo, der Herr? Brauchen Sie medizinische Hilfe? Wollen Sie mitfahren? Fahren? Wir helfen Ihnen. Nee. Nicht? Nee, nee. Wo kommen Sie gerade her? Lag im Koma. Ah. Wissen Sie auch warum? Nö, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe da so eine Vermutung. Ja, ich weiß es nämlich noch. Was denken Sie, hat er jetzt vor? Was macht er jetzt? Ich bin ehrlich, die Säcke haben heute meine ganzen Kollegen bedroht. Die wollten heute Abend irgendwann mal bei uns vorbeischauen und meinten, ey, wir bringen euch um, wenn ihr uns kein Schutzgeld bezahlt von 50.000 Ja, die haben den auch, umgeschossen. Genau die da. Okay, wir machen wie so. Fahren Sie mal kurz irgendwo hin an der Seitenstraße. Hallo, das sind wir nicht, wir sind Medics. Ah, oh, Sie sind gestorben, nicht? Ich bin gestorben. Ja, der denkt, ich bin auch tot, pass auf. Oh, ja. Sehr schön, warte zurück. Herr Franz MD. Lassen Sie den bitte liegen, ja. Lassen Sie den bitte liegen. Das ist ein Verbrecher, wir müssen die Polizei rufen. Was? Lass ihn liegen, wir müssen die Polizei rufen, das ist ein Verbrecher. Hier, bitte sehr. Danke. Fahr geradeaus. Da ist doch dieser Shisha-Bar, da ist ein Medic. Genau, der, ja. Oh, da ist ja noch ein Rocker. Geh zu dem Medic hin und sag, er soll staubsaugen. Digi, der kann mich hochholen. Ach so, ja, das ist doof, weil ich habe den Rocker gerade umgeschossen. Gibt's hier vielleicht noch einen anderen Medic, der staubsaugen kann? Weißt du, das Ding ist halt, die haben mich einfach so umgeschossen und die haben auch den anderen Medic einfach so umgeschossen. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach allen, um sie auch einfach so umzuschießen. Macht Sinn, ja, ne? Du musst hingehen und sag, der Chief liegt am Boden, schnell. Ich muss zuerst tanken, das ist wichtiger. Oh. So, also, wen suchen wir jetzt auf zum Staubsaugen? Ich führe dich. Jetzt nach links. Nicht die rechts, sondern die nächste rechts. Warte, ich glaube, die haben den gerade wieder hochgeholt, den Rocker. Ja, egal, scheiß auf, weil ich kann dir dann helfen, wenn ich wieder oben bin. Ja, dann okay. Links? Was? Zum MD. Ah, der lebt wieder, verdammt. Ich weiß, wir bumsen ihn auch, alles gut. Hier beim MD, hier rechts, irgendwo rechts. Da ist ein MDler. Hallo, MDler. Hey, du musst mich holen, staubsaugen, sofort ist eine Anweisung. Staubsaugen. Ich bin ein Chief, mach das. Was heißt das? Geht doch. Oh, wow. Macht man das hier so bei euch, ja? Ist das so eine Anweisung, hä? Macht man das hier so? Macht ihr das so, ja? Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Der wollte einfach den Medic klauen, hä? Der hat den während der Fahrt weggecarried. Der Typ. Leg dich hin. Wie geht das? Hier, Staubsauger bitte. Ganz schnell. Anweisung. Beifahrerseite. Staubsaugen, den sechsten. Genau, perfekt. Oh, hallo, die Dame. Hi. Ganz kurz, komm mit mir mit. Ganz kurz, wie heißt du? Egon. Egon, perfekt, komm mit Egon. Ich drehe gerne Erwachsenenfilme. Warte mal, sag mal deinen Nachnamen. Kowalski. Ja, du bist so dreckiger. Der ist kugelsicher. Der ist kugelsicher, glaub mir. Aber das Problem ist, den sein Heck bricht halt öfters ab, aber wir dürfen jetzt halt nicht so krass, aber ja, du kannst alles umhauen. Brauchst du Muni? Ja. Und wir rächen uns an diesen kleinen, dreckigen Säcken, Alter. Bedrohen meine ganze Mitarbeiter hier. Das geht nicht. Nee, falscher Ding. Ja, sicher, dass der kugelsicher ist. Ich habe das Gefühl, ich krieg gleich einfach in die Fresse und bin tot. Nein, der ist kugel. Wir können sogar testen, wenn du willst. Ja, bitte. Der kann schon schnell werden, aber du wirst merken, wenn du zu krass in die Kurven gehst, flutscht der ein bisschen. Aber... Oh, ein bisschen! Ein bisschen! Junge, Gott!
Was für ein bisschen. Junge. Guck mal, was ich hier machen kann mit Hockeypuck. Oh, what? Schieß mal bitte auf mich. Okay, warte, ich steig jetzt aus. Am besten sogar auf den Kopf einfach. Krass, komplett. Kann ich auch rausschießen, ist die Frage. Warte. Können wir. Stiftung Warentest sagt sehr gut. Gut, dann werden wir jetzt wohl wieder zum Rocker-Anwesen fahren, ja? Weißt du, wo es ist? Ja, ja. Ich weiß, wo das Anwesen ist. Oh, da ist ja einer. Ach, Junge, das ist nicht kontrollierbar. What the fuck? Anhalten! 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 Medizinischer Vorfall! Okay. Was soll denn das? Tja, da sind sie leider selber medizinischer schuld. Medizinischer Vorfall, Jungs, klären wir alles gleich, ist kein Thema. Aber nochmal, ne, es geht nur um die Bandidos, ne? Die anderen, die können gar nichts dafür. Oh ja, stimmt. Mist, dann war das ein Kollateralschaden. Oh, ist das Bandido? Entschuldigung, sind Sie Bandido? Oh, sorry, bist du Bandido? Nee, ich bin dein Vater, Alter. Ja, ach so, ja, sorry, okay, Meister. Sorry. Medic. Nee, wir können nichts machen, Medic. Jungs. Wir können nichts machen. Ja, warum ist der wieder auf dem Chopper? Wie ist der so schnell da eingestiegen? Lass mal näher ran, dann schießen wir. Boah, das ist echt nix. Also die sind schon schnell, die fahren 400 oder so. Wo ist denn das? Junge, nee. Das kann man doch nicht machen. Die fahren auch die ganze Zeit hier runter. Ich weiß nicht, was die hier wollen. Ja, hab ihn erwischt. Der ist und bleibt tot. Das ist für meinen gestorbenen Medic-Bruder. Wie bitte? Hab ich nicht verstanden. Wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen? So, da vorne ist die Sperrzone, die ausgerufen wurde. Oh. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht die Hells Angels gesehen? Jungs, Sie haben keine Chance, Sie haben zweimal getötet. Oh geil, vielleicht haben die Chance, wenn du mich überfährst. Ja, warum? Wir haben uns halt eure Forderung gehalten. Sie werden gewinnen. Nein! Ihr habt die Forderung nicht eingegeben. Wir hätten das alles gemacht. Kann ich vielleicht helfen? Wer ist das? Medic! Das Auto hält alles aus. Seid ihr blöd? Du scheiß Rentner, verpiss dich mit deinem scheiß Auto, sonst Medic, jetzt hau ab! Ihr habt keine Chance, lasst es. Oh, halt doch die Fresse bitte. Nein, ich halt nicht mal die Fresse. Du Rentner. Jungs, die Karre ist so weit von gepanzert, lasst es. Wir können ganz hart bleiben, komm rein. Ja, wir auch, also wir haben genug Munition. Ja, wir haben auch genug Waffen, du Kelp, wir sind hier zu fünf, du Spanni. Komm doch rein, du Pönus. Nee, warum? Dein Körper kommt doch. Ey, Medic, Digga, was ist denn Medic? Das ist noch nicht mein Medic. Keine doch, Ahnung, ich bin Medic. Oh, Cisco, hau ab hier! Hä, ich bin Mediziner, halt die Fresse! Ja, hau jetzt ab hier! Hör auf zu heulen! Ja, der ist hier! Cisco? Ja! Nee, ich will helfen! Hä, ich bin Mediziner! Verdammt, ich verliere Öl! Jetzt bitte ehrlich! Ja! Moin, ich bin Mediziner, ich bin neutraler Medic! Ich bin neutraler Medic! Neutraler Mediziner, ich komm nur rein! Um zu gucken. Adolf. Super. Danke für nix. Später. Die haben uns alle hertippet. Ich bin M-Dealer. Ich hab Priorität. Cisco, bist du gerade live? Ja, ich streame auf 500 verschiedenen Plattformen gleichzeitig. Kriege ich jetzt eine Prioritätsbehandlung oder? Bitte, Hilfe. Ich bin durch einen göttlichen Fehler umgekommen. Oder bist du durch der Leitplanke umgekommen? Nee. Leider habe ich mich gestern ein bisschen überschätzt und die Fresse. Warte. Rückgrat brechen ist Taktik. Guck. Bruder, ey, Cisco, wenn du wegfährst. Cisco, ich lieb dich. Cisco. Jungs, jetzt haut hier ab sofort. Jetzt hau ab hier. Nö, wir stürmen das Ding jetzt. Auf 3, 1, 2, 3, go, rein da. Oha. Oh, ich hab ihn. Oh. Code 4, alles klar. Wir haben es für Sie gelöst, Herr SWAT-Typ. Ja, let's go. Jetzt geht doch hier raus einfach mal. Nein, alles gut. Wir helfen Ihnen doch nur bei den... Wir helfen Ihnen. Können wir jetzt wegfahren hier mit diesem komischen, schwulen SWAT-Fahrer? Was haben Sie gerade gesagt? Jetzt geht alle von meinem Fahrzeug weg. Nein, ich möchte gern fahren. Kann ich fahren, bitte? Nein. Steig einfach aus und lass mich fahren. Ja, einmal der Commissioner und einmal der Herr. Hä? Gibt's ein Problem? Jungs, könnt ihr bitte den SWAT-Wagen jetzt verlassen, sofort? Kannst du mich einfach fahren lassen? Dann verlasse ich den Wagen. Nein! Warum nicht? Jetzt verlassen Sie bitte das Fahrzeug. Warum? Jungs, ich sag das noch das letzte Mal, sonst kommt ihr beide einfach in den Knast wegen einfach nur. Na, ich hab nie die bringen doch zum PD in der Klemme. Nein! Du kannst mich nicht in den Knast stecken, ich bin M-Dealer. M-Dealer sind neutral, du kannst mich nicht in den Knast stecken. Ja, aber wenn Sie auf meinen Befehl nicht den SWAT-Wagen verlassen, ohne auf Aufforderung, dass Sie überhaupt betreten haben, den SWAT-Wagen. Darf ich Sie wohl in den Knast stecken? Nein, ich bin M-Dealer. Du kannst mir nichts befehlen. Ich bin neutral. Sollen wir schnell zu Ihrer Chefin gehen und sagen, was Sie hier abziehen? Ja, komm, fahren wir zur Chefin. Die sagt Ihnen genau dasselbe. Ey, die fahren jetzt alle hinter mir her. Was soll da? Jetzt hört auf. Aufhören mit was? Könnt ihr einfach mal mein SWAT-Fahrzeug bitte verlassen? Du bist derjenige, der rumheult. Weißt du was? Ich bin jetzt bei deiner Chefin. Red mal mit der Chefin. So, die wird dir dasselbe sagen. Die steht nämlich auf meiner Seite. Disco! Das
das ist nicht euer Ernst. Warum machen Sie das eigentlich die ganze Zeit? Können Sie jetzt einfach mein Fahrzeug verlassen? Cisco, wenn du mich noch... Wenn du mich noch ein paar Mal mehr pittest, dann vielleicht. Ich finde es langsam witzig, ehrlich. Können Sie nicht einfach aussteigen? Hol dir doch einfach ein anderes Auto. Nein. Können Sie mal bitte was machen? Ja, ich kann was machen, wenn du aussteigst. Ja, hier ist der Herr Winkler in meinem SWAT-Fahrzeug und die verfolgen mich hier alle jetzt. Der Fahrer ist ein PDler und der Herr Winkler. Ich kann gerne anhalten, bitte sehr. Nein. So, die Herren. Hallo, hören Sie bitte auf. Nein. Töten Sie den Fahrer. Der Fahrer. Ich bin die Nummer 11. Der Fahrer, ich bin die Nummer 11, der Fahrer. Guck mal, du sagst die ganze Zeit im Funk, wir sollen den festnehmen, aber bist der Fahrer und hält sich an. Ich verstehe das nicht. Das Problem ist einfach nur, die ganzen... Ich kann das jetzt nicht sagen. Du bist das Problem. Du bist das Problem. Nein, ich doch. Nicht. Einmal aussteigen, der Fahrer. Ja, nein, das Ding ist, dann steigt der in den Fahrersitz und dann hat der das SWAT-Fahrzeug. Aber er ist doch hinten, er sitzt doch hinten. Der kann mit Z-Muskel, wissen Sie, oder? Dann nein, das kann ich nicht. Nein, ich werde nicht aussteigen. Steig aus jetzt. Ey, warum? Nein, wir wollen nicht festnehmen. Können Sie nicht einfach einmal aussteigen? Nein, lass mich doch. Ey, warum werde ich jetzt schon wieder rausgesetzt? Ich fahr dann. Geil, hat die Karre da. Hallo, wollen Sie mitfahren? Steigen Sie ein, fahren Sie mit. Nein, ehrlich, steigen Sie jetzt sofort aus meinem SWAT-Fahrzeug aus. Nö, ich würde tatsächlich... Nee, jetzt steigen Sie sofort aus. Aussteigen. Jetzt steigen Sie aus meinem Fahrzeug aus. Das ist mein so, Fahrzeug. Nein, dann regeln wir das anders. Oha, oha. So, machen wir der hat mich gefesselt. So. Der hat mich gefesselt. Irgendwann reicht es auch mal, ehrlich. Was soll das? Warum klauen Sie einfach mein SWAT-Fahrzeug? Ehrlich, was soll das? Ja, Mann, Sie meinen mein Fahrzeug. Sie meinen mein Fahrzeug. Alles gut, ich hab den. Sie sind der TV. Sie meinen mein Fahrzeug. Steigen Sie jetzt aus! Ich kann nichts sehen. Hallo, ich bin blind. Ja, ich weiß, ist mir jetzt egal. Viel Spaß. Könnt ihr mich bitte entfesseln, Junge? Ja, nicht viel Spaß. Irgendwann später. Ich hab ihn gefunden, erst beim MD. Achtung! Moin, Kollege! Ich muss hier weg. Bring mich bitte. Nein, Sie müssen nicht hier weg. Sie müssen hier warten. Ich bin hier. Weg. Kommen Sie bitte zu mir, bitte. Mal schnell hier weg. Kumpel, warte. Was willst du machen mit dem? Fanta. Körper, aber der verreckt nicht. Jetzt. Das kann doch nicht wahr, Steinern hier. Was war denn das denn? Cisco! Nee, du bist selber schuld. Cisco, Junge. Nö. Junge, warum ist das so laut? Warum ist dieses Motorrad so laut? Ihr wisst ja, wo ich das jetzt hinbringe. Oh, guck mal, da läuft er. Da ist ein Rocker. Warum läuft denn der hier rum? Einfach so auf dem Highway? Entschuldigung, warum laufen Sie einfach so auf dem Highway rum? Ich bringe Sie wieder nach Hause, alles gut. Ich bringe Sie zurück in Ihr schlechtes Scheiß-HQ. Kein Problem, da wollte ich eh gerade hinfahren. Das Ding klingt wie ein Vibrator, das ist grauenhaft. Was ist das? Wer fährt denn freiwillig den ganzen Tag damit rum? Der kriegt Gehörschäden. Junge, als ob ich mir eine Bohrmaschine gegen die Ohren halte. Wirklich, das ist so schlimm. Ich will hier wieder runter, ich will hiermit gar nicht mehr fahren. Und so schnell ist das Ding jetzt auch wieder nicht. Sonntagmorgens wachst du auf in einer normalen Nachbarschaft, dann hörst du das. Dein Untermieter ist gerade Schränke am Zusammenbauen, Junge. Das Geräusch. Genau das. Moin. Ich bring dir deinen Kollegen vorbei. Moin. Moin. Ja. Der lag irgendwie vorm MD. Das ist super. Ja, dann Motorrad stelle ich hier ab. Tatsächlich, ne? Jo, kein Problem. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.